Und jetzt sehen wir hier schon Folgendes. Wir können hier genau sehen, wie viel man pro Stunde verdient. Als Beispiel hier 22 Euro pro Stunde, hier sogar 28 Euro pro Stunde. Willkommen zum neuen Video. Und heute möchte ich mal eine Methode vorstellen, mit der man es schaffen kann, 20 Euro und mehr pro Stunde zu verdienen. Und zwar geht das Ganze mit dieser Plattform hier. Die Plattform nennt sich People Per Hour. Und hier kann man sich einfach komplett kostenlos anmelden und einen Account erstellen. Kann man hier oben einfach machen. Und wie kann man jetzt mit dieser Methode hier bis zu 20 Euro pro Stunde verdienen? Und zwar können wir hier auf dieser Plattform komplett kostenlos unsere Dienste anbieten. Und wenn wir mal ganz kurz runtergehen, sehen wir hier auch, über 1 Million Unternehmen sind hier auf der Plattform vertreten und bereits über 2,9 Millionen Freiberufler, so nennt sich das, wenn man hier seine Dienste anbietet, sind hier auf der Plattform vertreten. Und wir sehen auch schon, was hier verdient wurde, also auch eine ganze Menge. Die Plattform ist auch unter anderem aus dem Forbes Magazine bekannt. Und ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt anhand eines Beispiels. Und zwar kann man hier auf der Plattform einfach ein Angebot erstellen und wird dann von Auftraggebern gebucht und dann eben auch bezahlt. Wir gehen das Ganze mal zusammen durch. Wir gehen hier auf Suche, dann gehen wir auf Suche nach Freiberufern. Und dann kommen wir hier auf diese Seite und jetzt geben wir einfach mal ein Schreiben und Übersetzen, weil das eigentlich so eine Sache ist, die jeder, der zumindest Deutsch kann, gut machen kann. Zum Beispiel einen Text übersetzen oder auch Korrektur lesen, das heißt einen deutschen Text, auch Fehler überprüfen. Und man kann das Ganze natürlich auch dann mit Online-Programmen machen. Das heißt, es gibt ja Übersetzungsprogramme, die auch gut sind, jetzt vielleicht nicht Google-Übersetzer, aber andere Programme. Oder auch Korrekturleseprogramme gibt es auch, die wir natürlich auch verwenden können. Und dann gehen wir hier einfach auf die Sprache und dann gehen wir hier einfach auf deutsche Übersetzung. So, wo sehen wir es? Hier haben wir es schon, deutsche Übersetzung. Und jetzt sehen wir hier schon Folgendes. Wir können hier genau sehen, wie viel man pro Stunde verdient. Als Beispiel hier 22 Euro pro Stunde, hier sogar 28 Euro pro Stunde für spezielle Social Media Texte. Und wir können hier genau sehen, was wir für Übersetzungsmöglichkeiten haben. Als Beispiel deutsche Übersetzung für englische Texte oder eben auch niederländische Texte. Das heißt, wenn ihr noch mehr Sprachen könnt, ist es umso besser. Wir sehen es hier teilweise auch, wenn man das Ganze schon professioneller machen kann, kriegt man hier sogar 40 Euro pro Stunde. Und ja, wir sehen es hier auch, alle möglichen Personen sind hier angemeldet, teilweise auch Lehrer oder auch eben andere Personen, die das Ganze hier noch nebenbei machen. Und es ist eben eine sehr, sehr gute Methode. Wir können das, wie gesagt, dann auch mit Programmen verbinden. Das heißt, wir können hier einen Auftrag kriegen, zum Beispiel einen Text ins Deutsche übersetzen. Und dann können wir diesen Text einfach in einem Online-Programm eingeben. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Google Übersetzer. Und den Text eben da komplett fehlerfrei übersetzen lassen. Und dann haben wir den Auftrag abgearbeitet. So, als Beispiel für eine Übersetzungsplattform habe ich jetzt mal DeepL ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch andere Plattformen verwenden. Google Übersetzer ist jetzt meiner Meinung nach nicht so wirklich zu empfehlen, weil es da wirklich noch ab und zu mal ein paar Fehler gibt und das ist natürlich dann nicht gut. Und wir können hier das Ganze so machen. Wir können den Text hier selbst natürlich reinschreiben und ja, dann können wir hier auch natürlich die Sprache vorher auswählen. Aber für gewöhnlich wird die Sprache auch automatisch erkannt. Und was mir hier wirklich sehr gut gefällt, man kann ja auch ein Dokument direkt übersetzen. Das heißt, als Beispiel, wir können hier eine PowerPoint-Präsentation einfügen und die direkt übersetzen. Ein Word-Dokument oder auch andere Dokumente können wir hier direkt übersetzen. Und so sparen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Und was wir hier noch für einen Vorteil haben, wir haben hier wirklich nicht nur Deutsch und Englisch zur Verfügung, sondern auch Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, sogar Japanisch und Chinesisch. Das heißt, wir können hier theoretisch, wenn wir hier auf unseren Auftrag gehen, können wir hier auch noch andere Sprachen eingeben. Wenn wir hier jetzt Deutsch einfach mal wegnehmen, können wir hier auch noch nach anderen Sprachen suchen und möglicherweise gibt es ja auch bei anderen Sprachen sogar noch mehr Geld. Als Beispiel können wir jetzt mal hier einfach mal Spanisch eingeben und da sehen wir hier schon Folgendes. Wir kriegen hier teilweise 60 Euro pro Stunde für spanische Übersetzung und ja, wir haben hier natürlich noch weitere Sprachen, die wir hier auch finden können. Als Beispiel hier, diese Dame bietet
englische, portugiesische Übersetzung an, sogar spanisch und italienische Übersetzung und eben auch sowas wie Voice-Over. Das heißt, was ist ein Voice-Over? Ein Voice-Over ist einfach, dass ein Text vorgelesen wird. Das heißt, der Auftraggeber stellt euch einen Text zur Verfügung und ihr sollt ihn einfach vorlesen. Als Beispiel für ein Hörbuch oder für eine Präsentation, wenn zum Beispiel eine Firma eine Präsentation hält für ausländische Geschäftspartner und die Firma jetzt beispielsweise in Spanien ist, aber eine Übersetzung fürs Deutsche haben möchte, dann wird der Text eben übersetzt und ja, Bonusaufgabe könnt ihr den Text dann beispielsweise auch noch vorlesen und dann könnt ihr damit noch mehr verdienen. Ja, wir sehen hier, dass das Ganze ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Hier noch italienische Übersetzung und ja, dem Ganzen sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn wir hier das Ganze wirklich mit Plattformen wie DeepL machen, also hier, wo wir es direkt übersetzen können, dann machen wir uns das Ganze wirklich sehr, sehr einfach. Und ja, das Ganze ist schnell, präzise, wie es hier auch schon steht, und eben sicher, weil hier haben wir wirklich ein Programm, das wirklich auch auf den Satzbau und so weiter achtet und nicht wirklich Wort für Wort übersetzt, sondern sinngemäß. Und das ist eben ein großer, großer Vorteil, weil somit der Text inhaltlich immer korrekt ist. Also Beispiel, bei Google wird es natürlich meistens Wort für Wort übersetzt. Das ist eben der Nachteil, weil so kommen da meistens auch mal ein paar inhaltliche Fehler zustande. Und hier können wir eben noch komplett verschiedene, ja, Aufgaben bzw. Angebote erstellen. Wir sehen hier, wir haben hier als Beispiel hier schon über 93.000 Angebote. Und man kann hier das Ganze noch ein bisschen spezieller machen, zum Beispiel Werbetexte, Übersetzungen, Anschreiben, Schreiben, kreatives Schreiben, Ghostwriting, alles Mögliche. Und wir haben hier eben noch andere Möglichkeiten. Und was mir eben besonders gut gefällt, die Plattform ist komplett kostenlos. Das heißt, andere Plattformen, die kosten jetzt vielleicht so 10, 20 € pro Monat und People per Hour ist wie gesagt komplett kostenlos. Ja, wir können ja auch noch mal eingeben, ob der Auftrag jetzt komplett verfügbar sein soll oder eben in einer bestimmten Zeitdauer. Und hier sehen wir auch wieder die Ergebnisse. Und ja, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie ich finde. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und wenn du noch mehr online verdienen willst, zum Beispiel 100 € pro Tag und das Ganze funktioniert, weil ich habe es selbst getestet, kannst du dir mal den Link in der Beschreibung anschauen. Dort habe ich ein Infovideo verlinkt, in dem das Ganze erklärt wird, wie man bis zu 100 € am Tag online verdienen kann. So, ich hoffe, das Ganze hier konnte weiterhelfen. Abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke für weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.